So, und dann geht's auch weiter mit Let's Play The Legend of Zelda Oracle of Seasons. Das letzte Mal ist mir passiert, dass die Zeit einfach abgelaufen ist. Und hier dürfen wir wieder das gleiche Spielchen wie mit Rosa treiben. Nur, dass es diesmal zwei Leute sind. Und so. Natürlich darf man sich von keinen der beiden erwischen lassen. Dann schlägt er nämlich gleich Alarm zum. Der kommt auch nochmal. Meine Maus sollte ich vielleicht mal entfernen. So, ganz dreist. Gehen wir mal an der Ecke. Komischerweise, hier können wir einfach in der Lava stehen. Soll einer mal diese Logik verstehen? Naja, ist ja Nintendo-Logik. Aber wie war das denn hier nochmal? So. Ja. Zum Glück laufen wir so ziemlich denselben Rhythmus ab. Ich sollte jetzt mal hier hinten. Jo, das war intelligent von mir. Hervorragend! Komm, wir suchen nach weiteren Schätzen! Gib meine Feder wieder, ihr gemeine Diebe. Du erhältst die Feder zurück. Blick nun das Herz an seinen Platz. So. Feder zurück. Wir freuen uns den Keks, springen dabei. Juhu, juhu, juhu. Ja, wieder die Händlermusik. Jetzt können wir auch hier rüber. Und wir sehen wieder. Oder, beziehungsweise wir sehen hier Piraten! Der Captain hat sein Liebchen, das er nicht vergessen kann. Man sagt, sie sei Königin irgendeines großen Landes. Es war so stürmisch, als der Captain die Jacke verlor, die ihm seine Hübsche gab. Bei einem Klappuntermann! Ein Sturm erfasste unser Schiff und es sank. Hier wachten wir wieder auf. Wo sind wir nur gestrandet? Alles sieht so eigenartig aus. So wie der Captain aussieht, kriegen wir das Schiff nie wieder flott. Der Matrose, der nach der Glocke schauen sollte, ist immer noch nicht, ist immer noch fort. Ich sagte ihm, er solle das Schiff durchsuchen. Hast du unser Schiff gesehen? Es liegt drüben beim Friedhof. Bisher haben wir es nicht reparieren können. Es ist im üblen Zustand. Stimmt das alles mit ihm? Dieser Typ ist so vergesslich. Wie ging das denn noch gleich? Jo, ich glaube, das war's. Ach, vergiss es am besten. Jo, diese Kombination sollten wir natürlich nicht vergessen. Wie lange wollen sie noch hier bleiben? Aber dazu kommen wir erst um einige später mal wieder. Ho, ich glaube, ich habe mich mittlerweile an das Leben hier gewöhnt. Im Schiff begutachten, weil mir hier nicht sie einfach so mit dem Schiff dafür fahren. Der Bug des Schiffs liegt in der Wüste. Das müsste heißen. Jo, da können wir noch nicht weiter. Hm.
Beziehungsweise du kriegst eigentlich in diesen Insider-Spielen grundsätzlich eine Fähigkeit. Wer braucht schon eine dreckige Feder? Ich. Ich will auch so hopsen können. Das Loch dort führt zum Tempel? Das finde ich natürlich schön, wenn ich nicht in Lava fallen würde. Jumping over the platforms. Nein, nein! Du hättest einen Gescherkern, bla bla bla. So. Und schon erhalten wir auch wieder eine neue Fähigkeit. Und so ziemlich die Jahreszeit, die irgendwo nur am wenigsten mag. Den Frühling. Ich bin der Geist des Frühlings. Steinharte Knospen blühen im Frühling. Der Zeit der Entdeckung. Welch großartige Vorstellung, dem Held mit dem Triforce Macht zu geben. Ich gewähre dir die Kraft des Geistes des Frühlings. Ba-da-da-da. Dem Stab der Jahreszeiten wurde die Frische des Frühlings verliehen. Er klettere einen Baumstumpf, um den nächsten Frühling hervorzurufen. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine Jahreszeit hinzugewonnen. Und damit fehlt nur noch eine einzige. Juhu! Das ist der Herbst. Was gibt's hier denn nochmal? Ach ja, hier geht's nicht weiter. Bong. Ich wollte auch mal einen Lava-Button nehmen. Ich habe gehört, die sollen so erfrischend warm sein. Hachi! Ja, fängt schon wieder an hier. Es ist Frühling. So, das darf lustig werden. Fliegender Kuckuck flattert, wenn festgehalten. Andernfalls wird es gefährlich. Und jetzt. Man muss nämlich ganz, ganz häufig die A-Taste drücken, um zu fliegen. Und ja, man kommt. Oh. Phew. Das ist nämlich nicht gerade sehr lustig. Das kann ganz, ganz gemein werden. Genauso wie diese Fledermaus. Fledermaus, du kriegst dieses Mal kein Abendessen. Du kriegst keinen Link zum Abendessen. Eine Frühlingsbanane, die hat ein süßes Aroma. So. Wunderschön, ich hab das Ding verpasst. Okay. Und zack. So. Wie man sich sicherlich denken konnte, du hast mir eine Frühlingsbanane gebracht. Ist die für mich? Ich hätte nichts dagegen. Mampf, Mampf, Schluck. Lecker. Das war gut. Ich bin Benny. Ach ja, der hieß Benny. Du hast mich gefüttert, also helfe ich dir. Du kannst überall auf mir Sachen halten. Drücke mehrfach A, um zu schweben, und halte den Knopf gedrückt, um auf den Boden zu donnern. Doch Wasser ist meine Schwäche. Die seichten Gewässer sind kein Problem, aber tiefe Stellen schon. Ja, deswegen hasse ich diesen Bären. Der hat nämlich null
Chancen, irgendwie was richtig zu reißen. Bam! Er hat einen fetten Arsch. Und er kann so ein bisschen fliegen, aber wenn man Pech hat, fliegt er meistens nicht so, wie man will. Ich kann es ja mal eben trotzdem mehr, bla bla bla. Ja, jetzt den Drachenschlüssel. Ja, dann eben noch schnell zurückfliegen. Es hat auf Anhieb geklappt. Bis zum nächsten Let's Play.